Hallo und willkommen in unserem kleinen rauchenden Live-Pod. Wir haben immer noch nach 2 Folgen keinen Schwefel gefunden. Neues Verbandspäckchen nehmen, aber ich glaube, Verbandspäckchen haben wir tatsächlich ausreichend. Wasser haben wir schon mal vorbereitet. Ein Block Trockennahrung haben wir noch. Und heute soll es dann jetzt endlich der Schwefelsuch. Ich glaube aber, wir müssen Nacht noch irgendwie überbrücken. Da können wir diese Dinge kennen. Dass das eine gute Idee ist, in diesen gelben Nebel reinzu. Eure Kapsel, Manti. Ich denke, der Name ist Programm. Der widerstandsfähige Haut und mehr Fragen scheint. Brauche ich eine gelbe Algen? Giftige. Auch muss. Das ist Wasser. Sorry, Kapseln eingesammelt und weiterverwendet. Jetzt wieder heil. Der Selbstscan heilt uns. Auch. Das ist aber schon hier mit der neuen Tauchflasche, also das ist schon jetzt wirklich. Das ist jetzt schon was anderes. Ich meine, jetzt kommt man mal runter und kann unten auch arbeiten. Bisher war es ja immer so runter und gleich wieder hoch. Wäre mal zu gucken, wie das mit dieser Lampe funktioniert. Und in der einen Höhle war es ja auch tagsüber schon noch ziemlich dunkel, was irgendwie auch logisch ist. Gas und Batterie. Wir brauchen noch einen Quarz. Bei Säure. Aus als wäre das Automat Ressource. Thank you.
Nahrung. Dafür wäre jetzt wahrscheinlich eigentlich auch so ein Angelsystem oder Netzsystem, was den selbstständig fischen würde, eine schlechte Idee. So, jetzt haben wir die Gravitationsfalle gelernt, was auch immer das ist. Das drückt Versuch. Gab es da nichts oder wir waren schon mal hier um die ist die Höhle, das da ist der Labortisch. Aber das war ja die Höhle genau, in die wir mal rein wollten, um zu gucken, ob wir hier. Lampe. Der Ober. Schnorchel oder so. Fühlt sich der Sauerstoff. Atemluft. Endlich. Lifeport secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Forschter Wasserplanet 46b. Emergency distress signal.
This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Jetzt nicht so das Gefühl, dass hier bald jemand Gravitationsfalle fällt. Da kommen leichte Objekte und kleine Tiere an. Nicht so. Vielleicht, dass der Hubscher nicht so weg. In Leviathan-Größe beherbergen. Ach du meine Güte. Ein Bakterium verunreinigt. Rettung unwahrscheinlich. Sagen so, warum steht jetzt hier über diese alle nicht? Gravitation. Steht jetzt auch nicht mehr dran als sozusagen für 8 heißt es ja. Bald. Jetzt haben wir das Kupfer verbraucht, um die Batterie zu... Ich glaube, hier war noch ein Kupfer. Radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Hey, die Aurora wird in 2 Stunden nochmal eine heftigere Explosion haben. Und was jetzt? Okay, so viel zum Thema automatisches Fischsystem, hä? Okay, also, dann haben wir wieder mal ein weiteres Problem gelöst und jetzt kümmern wir uns um unsere neuen Probleme. Was haben wir denn jetzt als nächstes vor? A
It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Ja, wir werden uns überwinden, frischen Fisch zu essen. Ja, das brauchen wir, glaube ich. Zwei Flaschen Wasser sollen wir auch noch einen lassen. So, hat sich hier an den Signal getan. Dann kennen wir. Auf der anderen Seite, der hat ja gesagt, dass da in 2 Stunden was explodiert. Da sollten wir vielleicht doch nicht so dicht dran. Weil man kann sie nicht mal scannen. Das Schwede. Ah, diesmal hätte ich da was scannen können, verflucht. Weil der Fisch, der ist so schnell, wird dann auch gleich und dann leider nicht gespannt. Stase gibt. Haben weder ein Stasegewehr noch eine offenbar Computer meint, dass das sicherer für uns ist. Dann die Tauchgänge, die sind jetzt echt sauber, also Luftprobleme erstmal nicht mehr. Geschlossen sind auch einige. Guck mal uns. Das Salz, sehr schön. Auch ein Ding, das quasi
die Salz und denkt, super, wieder was zu trinken. Eigentlich sozusagen das Gegenteil. Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Okay. Location uploaded to PDA. Also Rettungskapsel 3 dahin. Dazu meldet Defekten. Leiter. Das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Hier ist mal wieder Nacht. Die Aurora explodiert in 2 Stunden. Ich hoffe, dass wir hier einigermaßen sicher sind. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Mal.